Damit kommen wir zurück nach Deutschland, denn die Gewerkschaft Verdi warnt vor einer Luftnummer. Bei der Gaspreisbremse sollte diese zu niedrig angesetzt werden. Am Wochenende sollen ja die Beratungen zum Energiepreisdeckel abgeschlossen werden. Verdi-Chef Wernicke, der auch Mitglied der Expertenkommission für die Gaspreisbremse ist, fordert eine Preisgarantie für 80% des Strom- und Gasverbrauchs. Und zwar für Haushalte mit durchschnittlichen oder eher niedrigen Einkommen. Der Industrieverband BDI mahnt derweil zum Gassparen, denn trotz einer Obergrenze würden die Energiepreise weiter hoch bleiben. Und das ist natürlich auch ein großes Problem für die Unternehmen. Bei mir jetzt aus unserem Investigativressort bei Welt, Alexander Dinger, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast zusammen mit einem Kollegen dich in Betrieben umgeschaut, umgehört, bei denen es jetzt schon so ist, dass sie gar nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll. Man kann also fast sagen, es ist eine Art EKG des deutschen Mittelstands gewesen. Wie ist das ausgefallen? Ja, also die Unruhe ist groß, die Sorge ist groß bei den Unternehmen. Wir waren bei Unternehmen in Ost, West, Nord-Süd, waren bei Fleischern, Bäckern, Busunternehmern und eigentlich alle flächendeckend haben von massiven Problemen berichtet, von massiven Preissteigerungen und alle Unternehmen haben davon berichtet, dass es ihnen ihre Kostenkalkulation um die Ohren haut. Gibt es tatsächlich Branchen, bei denen es jetzt schon akut ist, wirklich schlimm ist? Ja, also eine Branche kann man nennen, das sind zum Beispiel die Fleischer. Wir waren bei einem Fleischer zum Beispiel im Siegerland, dritte Generation, hat sein Unternehmen seit den 30er Jahren und der hat es ganz konkret uns vorgerechnet. Der hatte bis vor kurzem Energiepreise von 3.000 Euro, die sind jetzt hochgeschnellt auf 12.000 Euro und er hat gesagt, das lässt sich einfach nicht schultern. Gerade wenn man in einer Region Sachen verkauft, wo die Leute jetzt auch nicht so viel verdienen, kann man auch nicht alles auf den Verbraucher umlegen und es sind halt ganz massive Probleme und der zum Beispiel macht seinen Laden jetzt zu. Ist es denn dann Verzweiflung und Traurigkeit, die ihr da empfunden habt, die euch entgegengebracht worden ist oder wirklich Wut schon darüber, dass man jetzt in dieser Situation ist, seinen Laden manchmal sogar schließen muss? Ja, also was wir von allen gehört haben, ist Ratlosigkeit und alle sozusagen erhoffen sich Hilfe von der Politik. Und konkrete Hilfen. Und wenn man jetzt zum Beispiel an den Doppelwumms vom Kanzler denkt, das sind halt noch Ankündigungen. Und bislang sind es halt nur Ankündigungen. Aber die Leute, die haben jetzt konkrete Probleme und die haben jetzt konkrete, sozusagen zu teure Rechnungen. Sie haben Hoffnung in die Politik, hast du gesagt. Aber haben Sie noch weitere konkrete Forderungen, was vielleicht noch gar nicht besprochen worden ist oder was auf jeden Fall noch besser werden muss? Ja, also die konkreteste Forderung ist konkrete Entlastung. So, die müssen jetzt kommen. Also was wir gehört haben, zum Beispiel die Politik soll aufhören, endlich mal Arbeitskreise zu bilden, sondern endlich mal ins Handeln, endlich mal vor die Lage kommen. Das ist so ein konkreter Hinweis. Und dann, was uns Unternehmer berichtet haben, zum Beispiel aus dem Erzgebirge, die gesagt haben, es kann nicht sein, dass einige wenige profitieren von der Krise und sozusagen aber die Mehrheit immer weniger im Portemonnaie hat. Also auf jeden Fall ein Problem, das wir nicht nur als Privathaushalte haben, sondern ganz klar auch in den Betrieben. Eure ganze Recherche dazu in der aktuellen Welt am Sonntag. Vielen Dank aber für diese Einblicke. Danke dir. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.